Und nochmal. Und schon. Okay, jetzt wissen wir, warum die Frau so fit und jung aussieht. Sie hat eine Personal Trainerin. Geht jetzt los mit dem Video Späte Mutterschaft zwischen Kinderwunsch und Vorurteilen von dem ZDF. 37 Grad heißt die Sendung. Und ich fange jetzt mal an. Ach, haben Sie ein süßes Enkelkind? Und dann sage ich ja, das Enkelkind ist aber meine Tochter. Ach, nein. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, du bist doch schon uralt, wenn die Abitur macht. Du erlebst doch gar nicht mehr, wenn die Kinder kriegt. Ja, also diese Aussage, du bist ja schon uralt, du erlebst ja nicht mal, wenn die Kinder bekommt. Das ist ja gar nicht gesagt. Ne? Also sie kann ja auch 100 oder älter werden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr groß. Oder die Tochter bekommt sehr früh Kinder, das weiß man ja auch nicht. Also die Aussage ist natürlich sehr pauschal. Okay, schauen wir mal weiter. Hab ich gesagt, ja, kommt drauf an, was man uralt nennt. Und kommt auch darauf an, wie man sich verhält. Das war eine besondere Schwangerschaft und eine besondere Herausforderung. Und das habe ich nie eine Sekunde bereut. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist schon mal sehr schön zu hören, dass sie es nicht bereut hat. Das nimmt ja jetzt schon alles ein bisschen vorweg in dem Video. Also es ist ja scheinbar eine sehr positive Darstellung davon, sehr spät Mutter zu werden. Ja, gehe ich jetzt mal von aus. Also sie wirkt auch sehr jung geblieben. Ja, sieht gar nicht so aus, wie sie da... Ich glaube, hat sie das schon gesagt, wie alt sie jetzt ist? Also, mal weiterschauen. Isabella ist 66 Jahre alt. Okay, wow. Ja, also mit 54 Jahren ist sie schwanger geworden und jetzt ist sie 66 Jahre alt. Ja, also ganz ehrlich, sie sieht nicht aus wie 66. Also würde ich jetzt locker nochmal 10, 15 Jahre jünger schätzen fast. Gut, die grauen Haare vielleicht. Also wenn sie jetzt keine grauen Haare hätte, dann... Ja, dann vielleicht noch jünger. Mami, die hier? Ihre Tochter Philippa, 11. Für Isabella und ihren Mann Josef war sie ein Wunschkind. Beide hatten schon erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen. Doch sie wollten unbedingt noch ein gemeinsames Kind. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ne? Also, dass die schon beide separat erwachsene Kinder hatten und dann nochmal gemeinsam, also, ja, das habe ich jetzt im Bekanntenkreis auch schon öfter miterlebt, dass wenn sich Paare trennen und die schon gemeinsame Kinder hatten, dann nochmal mit dem neuen Partner unbedingt auch nochmal ein Kind bekommen möchten. Tja, aber es scheint kaum eine Altersgrenze nach oben zu geben dafür. Das ist ja sehr spannend. Ich schau mal weiter. Bis heute macht sich Isabella viele Gedanken darüber, ob ihr Alter für die Tochter zum Nachteil werden könnte. In der Schule wurde es schon mal zum Thema. Bei unserer Theater AG fragen alle so, ich habe deine Mutter gesehen, wie alt ist sie eigentlich? Ich habe gesagt, sie ist so 60, 64, 65. Und dann, meine Mutter ist 30. Auch voll süß, wie sie sagt, so, meine Mutter ist so 60, vielleicht ein bisschen älter. Naja. Und ich so, ja. Deiner Mutter kann auch mal einen Topf auf den Kopf fallen und sie ist auch tot. Meiner Mutter kann das auch natürlich auch passieren, aber... Ja, finde ich ja sehr süß, wie die Tochter damit umgeht, dass sie einen Topf auf den Kopf fallen könnte. Ja, irgendwie sehr witzig. Also, sie geht damit ja sehr humorvoll um, scheinbar. Finde ich gut und... Sie spricht auch einen total wichtigen Punkt an. Also natürlich, es kann ja jedem passieren. Also jeder Frau, jedem Menschen kann es passieren, auch früher zu sterben als mit
erst mit, wann der Altersdurchschnitt liegt beim Sterben mit Mitte 80 oder was. Das kann natürlich auch früher passieren und durch Unfälle, Krankheiten, was weiß ich nicht was. Man stirbt nicht unbedingt nur, weil man sehr alt ist, ne? Ja, da hat sie einen sehr guten Punkt oder Argumentation angesprochen, ja. In meiner Grundschule, da war, also meine Mutter war mit beim Schwimmen und dann hat meine... Das war lustig. Dann hat die gesagt, er kann so ein bisschen... Bist du denn die Mutter von Philippa? Wir saßen nebeneinander. Oder bist du die Großmutter? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bin die Mutter, aber ich bin ungefähr 35 Jahre älter als deine Mutter. Oh, ja. Und sagte, oh, das finde ich aber toll. Ich glaube sowieso, Philippa, für Kinder ist es eh kein Problem. Ich glaube, es ist eher für Erwachsene ein Problem, wie immer. Ja, das denke ich auch, ne? Dass die Kinder da gar nicht so viel drüber nachdenken oder da so eine krasse Meinung zu haben, aber die Erwachsenen da alles totreden und irgendwelche Vorurteile haben und Bedenken und alles so im Kopf sich abspielt. Und die Kinder, die nehmen einfach einen so, wie sie sind, an und denken sich da gar nichts Schlimmes bei, ja. Isabellas Mann ist ein bekannter Restaurantbesitzer in Berlin. Naja, um 10 Uhr. Es gibt eine schöne Geschichte. Ein befreundetes Gastronomiebar. Und ich ging hin und sagte einfach, ich werde wieder Vater. Und da saß seine Frau dabei, guckt mich entgeistert an und sagt, mit wem? Dann habe ich so gelacht, habe gesagt, natürlich mit Isabella. Und da fiel ihr so ein bisschen die Kinnlade runter. Und das war für mich so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay. Aber wir haben uns entschieden, mit Philippa und mit den anderen 3 Kindern eine Großfamilie zu gründen. Und ehrlich gesagt, was interessiert mich, was die anderen denken? Das hat mich schon... Ja, finde ich auch eine super Einstellung. Also auch jetzt wieder mit sehr viel Humor genommen von dem Mann jetzt aus seiner Sicht. Ja, finde ich auch gut. Also was kümmert einen, was die anderen darüber denken? Das ist doch viel, viel wichtiger, dass man selber damit gut zurechtkommt und seinen Wünschen und Träumen nachgeht, auch wenn es vielleicht nicht so in die Norm passt und in die gesellschaftlichen Wertevorstellungen. Berührt, aber ich habe Teflonhaut. Absolute Teflonhaut. Sehr schön, sie hat Teflonhaut. Ja, schön. Was ich nicht will, höre ich nicht. Es kommt auch nicht an mich ran. Aber natürlich berührt einen das, weil man denkt, okay, hätte ich nicht gedacht, aber gut, dann weiß ich jetzt, wie du darüber denkst. Danke. Isabella stammt aus einer Adelsfamilie. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie ein Gastronomieunternehmen geleitet. Doch seit Philippas Geburt ist sie Vollzeitmutter. Eine bewusste Entscheidung. Denn der Weg zum Wunschkind war für Isabella nicht leicht. 10 Jahre lang hat sie alles Mögliche versucht, um schwanger zu werden. Wow, das ist auch interessant, ja? Also, dass sie 10 Jahre versucht hat, schwanger zu werden. Also von 54 dann, also 10 Jahre zurück, 44 bis 54 hat sie versucht, schwanger zu werden. Bin ich ja mal gespannt, ob sie davon jetzt auch ein bisschen berichtet, was sie alles probiert hat. Das würde mich ja auch sehr interessieren, weil mit 44 wäre ja schon noch die Chance groß gewesen, auch ja, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Mit 54 dann eher nicht. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr langer, harter Weg war. Bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt erzählt. Und dann sagen ja auch alle Menschen, denen man sich anvertraut hat, Mensch, Isabella, das ist doch Unsinn und du hast 2 gesunde Kinder und was soll denn der Quatsch? Lass das doch. Aber ich wollte unbedingt mit meinem Mann noch ein Kind haben. Ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte, dann mit 58, 59, so jetzt ist aber wirklich Ende. Ich glaube, ich hätte eine Altersgrenze nicht akzeptiert. Wow, das ist ja auch krass. Krasse Aussage. Sie hätte keine Altersgrenze akzeptiert. Also irgendwo habe ich auch mal einen Bericht gelesen von über 60- oder 70-jährigen Frauen. Also in irgendeinem Land ist das ja auch, also nicht in irgendeinem, also es gibt ja Länder, in denen da die Altersgrenze auch egal ist. Ne? Die machen das in der Klinik, egal mit in welchem Alter.
Ja, interessant, ne? Dass der Wunsch schon so groß ist, unbedingt mit diesem Mann ein Kind zu bekommen. Ja, sehr interessant. Moralisch hatte ich keine Skrupel und Bedenken, dadurch, dass ich wusste, ich bin topfit, alles ist bestens vorbereitet für eine eventuelle Schwangerschaft, habe ich mir gedacht, was soll ich für Skrupel haben? Ich fühle mich fitter als mit Mitte 30. Also das finde ich auch eine sehr coole Aussage. Sie fühlt sich fitter als mit Mitte 30. Also ich kenne das von mir selber, dass ich nämlich auch, also ich bin jetzt 39 und ich behaupte auch von mir, dass ich mich viel fitter fühle als mit Anfang 20. Ja, da kann ich auch nochmal ein separates Video zu machen, aber das kommt mir sehr bekannt vor. Ihre ersten beiden Kinder bekam Isabella mit 28 und 31 Jahren. Als Philippa kam, war sie 54. Mithilfe künstlicher Befruchtung hatte es geklappt. Isabella findet es unseriös, wenn Frauen behaupten, mit über 50 noch auf natürlichem Wege schwanger geworden zu sein. Ja, das denke ich auch. Also über 50-jährige Frauen, dass die natürlich schwanger werden, ist ja, also einfach bei Wahrscheinlichkeit bei so gut wie null. Ja, da würde ich dem auch zustimmen. Das war eine besondere Schwangerschaft und eine besondere Herausforderung. Und das habe ich nie eine Sekunde bereut. Ganz im Gegenteil. Ich wollte ja gleich noch mal ein Kind haben. Das hat dann gar nicht mehr geklappt. Ach, das ist ja auch krass. Ja, sie wollte gleich noch mal eins. Wow. Ja, das ja, schade, dass es dann nicht gleich nochmal geklappt hat, aber gut, dann hatte sie ja immerhin das eine Kind mit dem Mann jetzt bekommen. Da war ich wahrscheinlich schon so geschwächt noch von der Philippa, von der Schwangerschaft. Ich war so enthusiastisch, es war so schön. Aber es hat halt nicht geklappt. Ihre Mutter soll jung und schick aussehen und auf keinen Fall peinlich. Die 11-jährige Philippa begleitet sie oft beim Shoppen. Wenn man umdreht? Findest du nicht, dass ich ein bisschen alt bin? Nee. Sie ist dann so wie der Bäuer, also wie eine Bäuerin aus. Ja. Immer dabei. Isabellas graue Haare, eine Zeit lang ein schwieriges Thema. Ich war diejenige, die gedacht hat, oh Gott, wie unangenehm, weil ich einmal eben eine Situation hatte, wo sie gesagt hat, bitte, bitte, Mami. Nicht mit grauen Haaren vor der Schule stehen. Die fragen alle, ob du meine Oma bist. Das. Ja, jetzt sprechen wir das mit den grauen Haaren auch nochmal an. Ja, genau, also wenn man sich Jahre färbt, in dem Fall kann ich es gut nachvollziehen oder würde es halt auch voll verstehen, dass das Sinn macht. Ja. Aber ihr hat zu viel. Das war ihr zu offensichtlich alt. Das wollte sie nicht. Das habe ich ja auch akzeptiert und die Haare gefärbt, aber jetzt eben nicht mehr. Jetzt sind wir über den Punkt hinaus und ist auch alles gut, ist alles geklärt. Ich finde es jetzt richtig schön. Also ist aufgefallen. Ah ja, cool. Dass sie jetzt doch graue Haare haben darf und die Tochter es akzeptiert oder damit gut klarkommt. Ja, das ist ja schön. Aber sieht auch nicht so richtig omahaft aus. Finde ich. Es darf nicht zu kurz. Nein, also ich finde auch, sie sieht überhaupt nicht omahaft aus. Also sie ist ja eine sehr fitte Mitte 60-Jährige, ja, würde ich sagen. Das ist nicht zu kurz. Okay. Mami, das sieht wow aus. Das sieht auch wow aus. Aber okay. So. Also die Hose ist wirklich gut. Nee, weil sonst gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich leider widersprechen. Ja, man muss dazu sagen, dass das jetzt natürlich alles so eine gestellten Szenen sind, die wahrscheinlich in echt gar nicht so ablaufen würden. Ich weiß nicht, also das sind jetzt ja für diese Doku erstellte Szenen, die da dargestellt werden. Weiß ich nicht, ob das so der Realität entspricht, aber trotzdem witzig irgendwie.
wie die Tochter da die Stilberatung für die Mutter macht, damit sie jünger und frischer aussieht. Sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Sieht besser aus. Das sieht wirklich gut aus. Dadurch, dass der so einen kastigen Schnitt hat. Sieht das gar nicht, guck mal. Was du ja richtig findest, weil du sagst, es wäre jetzt in. Ja. Mission erfüllt. Mutter und Tochter haben gemeinsam etwas gefunden. Isabellas älteste Tochter Charlotte ist zu Besuch. Die 32-Jährige hat noch keine Kinder. Sie ist Fotografin und hat ihrer kleinen Schwester ein professionelles Fotoshooting geschenkt. Als ihre Mutter mit Philippa schwanger wurde, war Charlotte schon 21. Ja, 21-jähriger Altersabstand, das ist natürlich sehr, sehr heftig. Also schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wie hoch ist denn euer Altersabstand zwischen euren Kindern oder zwischen euren Geschwistern. Das würde mich ja auch mal interessieren. Also ein hoher Altersabstand ist gar nicht so ungewöhnlich, ne? Kenne ich jetzt persönlich auch sehr viele. Aber das sind dann eher so 10, 15 Jahre Abstände. Aber so 21 ist schon sehr, sehr krass. Also ich finde, das ist irgendwie alles nicht mehr so brutal gekoppelt ans Alter. Und wenn es so sein soll, dann könnte ich mir auch vorstellen, später Mutter zu werden. Und also ich versuche mir da auch den Druck einfach zu nehmen, mir persönlich. Und da irgendwie so Fuß fassen zu müssen, in einem bestimmten Zeitrahmen Mutter werden zu müssen. Selbst im Freundeskreis habe ich viele Freundinnen, die erstmal ihren Beruf im Fokus haben und das auch überhaupt nicht so priorisieren. Trotz des großen Altersunterschieds hat Charlotte... Ja gut, dazu muss man natürlich nochmal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es auf natürlichem Weg klappt, schwanger zu werden, ist natürlich, wenn man jünger ist und unter 40 auch oder unter 35 ist, deutlich höher. Ja. Also das sollte man jetzt nicht außer Acht lassen. Und sie hat ja nur als Vorbild auch ihre Mutter gesehen, dass sie da, naja gut, sie hatte ja da zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder, aber die Tochter jetzt in dem Beispiel mit 32 hat ja noch gar keine Kinder. Und zu dem Zeitpunkt hatte die Mutter ja schon zwei Kinder, so wie ich das verstanden habe, mit, was war das, 28 und 31, ihre zwei ersten Kinder bekommen. Das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, als wenn man dann das erste Kind erst sehr, sehr spät bekommt. Dann ja, kann es sein, dass es halt schon schwieriger wird, ja, mit dem Schwangerwerden, was ja muss nicht sein, aber könnte schon sein. Aber sie hat jetzt ja so ein, ich sag mal, Vorbild mit ihrer Mutter oder auch diese, wie sagt man, ja, diese Zuversicht als Vorbild bekommen, dass es auch klappen kann, auch wenn man über 50 ist, so, ja, mit einer Klinik zusammen. Und deswegen macht sie sich jetzt nicht so viel Druck, was natürlich auch gut ist, dass sie sich da nicht so viel Stress macht, ne. Von Anfang an ein inniges Verhältnis zu ihrer kleinen Schwester. Szenenwechsel beim Fotoshooting. Ist schon okay, aber viel höher würde mir jetzt auch nicht gefallen. Das reicht mir eigentlich schon, Flippi. Ich weiß, dass ich ein bisschen ängstlicher geworden bin in vielen Dingen als mit Charlotte, weil ich einfach älter geworden bin und viel, viel mehr Dinge erlebt habe und erfahren und gehört habe, vor denen mehr Angst und Bange ist. Sehr gut. Also was das betrifft, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Erfahrung hat das nicht so viel mit dem Alter zu tun. Also sie sagt es jetzt in ihrem Beispiel, zwar war es so, aber wenn ich das so im Freundesbekanntenkreis oder bei mir selber beobachte, hat das weniger mit dem Alter zu tun, sondern eher mit einer Typfrage. Welcher Typ bin ich? Bin ich eher so ein ängstlicher Typ und traue meinem Kind irgendwie nicht zu oder sehe die ganze Zeit immer, was passieren könnte? Oder ich mache mir allgemein zu viel Sorgen und Gedanken. Aber gut, das ist jetzt ihre Sichtweise. Schauen wir mal weiter. Nach dem Fotoshooting wird gemeinsam gebastelt.
Isabella nimmt sich heute viel Zeit für ihre Kinder. Das hat sie nicht immer getan. Laura, die Tochter ihres Mannes aus einer früheren Beziehung, ist auch oft dabei. Als Philippas ältere Geschwister noch Kinder waren, hat Isabella rund um die Uhr gearbeitet, um mit ihrem Mann das Gastronomieunternehmen aufzubauen. Der Entschluss war felsenfest da, als Philippa auf die Welt kam. Da habe ich gesagt, jetzt steige ich aus. Das mache ich nicht mehr. Das Nachtleben, das abends unterwegs sein. Das Gefühl ist eindeutig so gewesen, dass ich dachte, ich bin in dem Fall keine gute Mutter. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe diese Kinder eben mit schlechtem Gewissen abends alleine gelassen. Ja, da stellt sich mir jetzt die Frage, war dieser extreme Kinderwunsch, den sie dann verspürt hatte, wirklich aufgrund dessen, dass sie unbedingt mit diesem Mann in Kombination noch mal ein Kind kriegen wollte, oder weil sie da so selber so ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie für ihre ersten beiden Kinder nicht so viel Zeit hatte, nicht so viel da war und nicht so viel Zeit sich genommen hat, mehr gearbeitet hat und so weiter und das jetzt irgendwie besser machen möchte, um das noch mal für sich aufzuarbeiten oder keine Ahnung, das noch mal total zu genießen. Also die Mutterschaft und für das Kind da zu sein. Das würde mich jetzt ja mal interessieren. Wenn Charlotte sagte abends, dass sie Kopfschmerzen hat, habe ich gesagt, gut, Mäuslein, dann waschlappen, ins Bett gehen, aber mit einer gewissen Strenge. Wenn Philippa das sagt, dann sitze ich daneben und habe was vorgelesen oder habe gesagt, Philippa, du legst dich hin und ich mache das mit dem Waschlappen und ich halte deine Hand, wenn es dir nicht gut geht. All solche Sachen. Das habe ich früher gar nicht in dem Umfang machen können. Das ging überhaupt nicht. Ich war schon härter. Ich war schon strenger. Auf jeden Fall. Isabella tut viel für ihre Gesundheit. Morgendliche Kraftübungen mit der Personal-Trainerin. Anderes Knie, starker Rücken, knackiger Hintern. Komm, und zieh. Und nochmal. Und schon. Okay, jetzt wissen wir, warum die Frau so fit und jung aussieht. Sie hat eine Personal-Trainerin. Sehr schön. Weil ich ja ein 11-jähriges Kind habe und mit ihr ganz viele Sachen machen möchte. Zum Beispiel diese ganzen Kletterparks und daneben auf den Spielplätzen die ganzen Turngeräte und so. Also so eine Felge vorwärts, rückwärts, das kann ich alles noch. Aber wenn man sich nicht in Bewegung hält, funktioniert das nicht. Dann geht das nicht mehr. Und ich mache das natürlich auch für Philippa. Bei jedem Wetter geht Isabella zum Baden in den Naturteich. Sie hält sich fit. Trotzdem wird sie immer wieder auf ihre späte Mutterschaft angesprochen. Ja, du bist doch schon uralt, wenn die Abitur macht. Du erlebst doch gar nicht mehr, wenn die Kinder kriegt. Da habe ich gesagt, ja, kommt drauf an, was man uralt nennt. Und kommt auch drauf an, wie man sich verhält. Ja, also wie gesagt, wenn die Tochter dann auch erst mit 54 ihr erstes Kind bekommt, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Aber, ja, genau. Sie könnte ja auch einfach mit Anfang, Mitte 20 ihr Kind bekommen, dann wird sie das auf jeden Fall noch erleben. Immer mit diesem Tod, dem vorzeitigen Drohen, das fand ich sehr unangenehm. Doch auch Tochter Philippa hat sich zum Thema Tod schon Gedanken gemacht. Mami hat mir immer erzählt, wenn ich dachte so, du wirst ja früher sterben, da bin ich erst 20 oder so. Und dann hat Mami immer was Schlaues gesagt. Und was sagst du? Auch Menschen, die 20 Jahre jünger sind als ich, denen kann auch Furchtbares widerfahren und irgendwelche Krankheiten kommen. Ist ja alles keine Garantie. Erstmal hält man das alles weit von sich und versucht das abzuwenden. Aber wenn man dann mal so eine ruhige Sekunde hat, dann denkt man doch schon drüber nach, ob man das alles erlebt. Aber wir wissen doch alle nicht, wann wir sterben. Wer weiß das schon? Wer kann das vorhersagen? Gut, dass man jetzt, sage ich mal, mit 80 wahrscheinlich eher stirbt als jemand mit 60. Das ist vollkommen klar. Aber will ich gar nicht zum Thema machen, muss ich ehrlich sagen.
über 40 Mutter werden. Heute ist das keine Ausnahme mehr. Trotzdem werden Frauen immer noch dafür kritisiert. Für mich ist ganz wichtig, dass wir eine Situation schaffen, die sie gar nicht darüber nachdenken lässt, ob ich jetzt so wahnsinnig viel älter bin als die anderen. Und ich für mich selber habe das auch beschlossen. Ich möchte da einfach gar nicht immer drüber nachdenken. Ja, das ist auch eine sehr gesunde Einstellung dazu, denke ich mal, dass warum sollte man jetzt da ständig drüber nachdenken, wenn einen das so belasten würde. Und einfach das so genießen, wie es gerade ist, ist dann wohl die beste Lösung. Einen Wunsch hat Isabella trotzdem. Ich habe die große Hoffnung, dass ich das erlebe, dass Philippa sich verliebt und dass Philippa eben vielleicht heiratet oder auch nicht. Wäre natürlich schön, wenn ich ihr erstes Verliebtsein. Das würde ich gerne erleben. Das werde ich auch erleben. Ja, jetzt ist zu Ende. Also, da wünsche ich ihr natürlich sehr viel Glück, dass das klappt, dass sie das erste Verliebtsein miterleben wird. Ich meine, die Tochter ist jetzt 11. Die Chancen stehen sehr groß, dass sie sich irgendwie die nächsten Jahre verlieben wird. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was es noch so für Dokus gibt über Schwangerschaft und Kinderwunsch.